Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Allbound. Wir haben das letzte Mal hier diese Bank gebaut und ich kam noch nicht dazu, hier weiterzumachen. Mir war nämlich wichtig, dass ich jetzt erst einmal hier noch die Mauer rumziehe, weil ich nämlich mit euch heute mal die Dings hier machen will. Diese, na sag schon, die Farmen, genau, diese Hopfenfarmen wollte ich machen. Ups, Autospeichern, danke. So. Und deswegen mache ich jetzt erstmal hier noch zu. Ich habe schon ein bisschen Stein wieder gefarmt. Da war ich allerdings nur ganz kurz in dieser Nachbarhöhle hier. Da ging das nämlich relativ schnell. Ich weiß jetzt bloß nicht, ich habe noch 98 habe ich noch. Das sollte auf jeden Fall reichen, dass wir die hier noch zumachen. Gut, so. Das da muss sowieso alles abgebaut werden, weil das in der falschen Ausrichtung ist. Das heißt, dann habe ich sowieso noch mal ein bisschen was. So. Also, lasst uns mal gucken. Wir haben ja diese Autofarmen. Wir könnten rein theoretisch 9 Stück von diesen Dingern bauen. Und die würde ich... Nee. Also da hat es nämlich geheißen, dass diese Teile auf 2 Seiten einen Eingang haben mit Wasser, aber das ist nicht so. Das hat tatsächlich nur auf einer Seite den Wasserzugang. Insofern würde ich sagen, wir machen das jetzt hier mal ganz einfach. Wir gehen von dieser Seite hier aus, gehen dann da hinten, ich würde sagen, wir gehen bis daher. Und dann bauen wir hier mal, ich weiß jetzt noch nicht, wie viel bauen wir denn. Machen wir 5 Stück. Ich glaube, 5 Stück, wenn wir machen, wäre das doch in Ordnung. So. Weil wir produzieren ja relativ viel Wasser. Ich glaube, 100 Wasser oder sowas, was wir produzieren. Wir könnten dann im Grunde immer hier an den... Stellen, wo bist du, hier bist du, Dampfkraft, der Dampfspalter, ne, wir brauchen ja gar keinen Dampf, ne, wir brauchen ja eigentlich nur diesen, das Wasser brauchen wir eigentlich nur, die Wasserpumpe, und die muss versorgt werden. Mit Kohle wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir die hätten, dass wir die konstant hier versorgen. Ne? Und genau, und dann haben wir hier diesen Wassersplitter. Den Wassersplitter würde ich allerdings so platzieren, dass wir den vielleicht immer hier zwischen... Komme ich da hoch? Ne, da kann ich nicht hoch. Würde ich immer so platzieren, dass wir 2 Teile versorgen können. Ich weiß bloß nicht, wie ich die anschließe. Das ist das Einzige. Und drunter haben sie nichts. Ich würde sagen, ich baue mich mal ein bisschen nach oben. Halt hier. Da reicht es ja, wenn ich das mit Holz jetzt einfach mal mache. Einfach, dass ich ein bisschen höher stehe. Einfach mal 2, 3 Treppen hin und dann ist gut. Hoffe ich. So, dann stehen wir nämlich ein bisschen höher. So, die Wasserpumpe würde ich hier hinstellen, in einen Splitter rein. Und der Splitter wird dann im Grunde den ersten und den zweiten versorgen. Und dann würde ich da hinten einen hinstellen, der dann im Grunde die letzten 3 versorgt. Müssen wir einfach mal ausprobieren, weil es ist ein bisschen... Ja, also unschön würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein bisschen komisch mit der Wasserverteilung, weil die Rohre halt kreuz und quer laufen. Ne? So, deswegen würde ich jetzt einen Wassersplitter hier machen. Mal, da sind wir ja in der Höhe von dem B, dann würde ich hier einen machen. Und dann machen wir ganz da hinten nochmal einen. Ah, da komme ich jetzt nicht mehr hin, ne? Ja, okay, irgendwo ist halt auch zu Ende, ne? Komme ich da drauf? Yay! Gut, dann mache ich da noch einen hin
Und notfalls könnte man dann das Ganze noch ein bisschen erweitern. So, schauen wir doch mal. Kann ich euch verbinden? Ich kann dich... Nein, in das hintere bitte. In das da reinmachen. Und dann könnte ich von hier... Hier rein versorgen. Ich könnte von dem... Hier rein versorgen. Von dem hier rein. Das kommt dann wieder nach da vorne. Dann, lass mich rüber. Dann von hier nach da. Und das hier. So, dann müsste hier quasi die Pumpe hin. Die würde ich halt gerne eigentlich diese hier hinbauen. Ne? Also wo ich dann auch die Kohle reinleiten kann. Allerdings brauche ich Kohle. Ne? Das ist das Einzige. Aber es wäre eine Möglichkeit. Also das dann hier. Dann hier ran. Und dann würde nämlich alles hier versorgt werden. Die Dinge, glaube ich, brauche ich nicht versorgen. Die brauchen nur Wasser. Die brauchen 50, oh, die brauchen 50 Wasser. Was produzierst du? 100 Wasser. Okay, das ist natürlich jetzt dann blöd. Wenn die ja 50 Wasser brauchen, dann ist es zu wenig, ne? Da bräuchte ich dann im Grunde nochmal eine Pumpe. Dann bräuchte ich mehrere Pumpen. Dann bräuchte ich mehrere Pumpen, die ich allerdings auch wiederum versorgen muss. Ne? Die stellt ja, glaube ich, auch nur 100 her. Ne? Ja, die stellt auch nur 100 her. Also ist das eigentlich dann auch nichts. Dann müsste ich ja im Grunde... So, ich mache jetzt das da hier nochmal weg. Dann reicht es nämlich, wenn ich 4 Stück habe. Und dann würde ich quasi 2 Pumpen hier hinstellen. Und die 2 Pumpen, die können ja dann quasi den Rest versorgen. Also bräuchte ich... Hier im Grunde eine, die das Wasser aufnimmt und dann nach hinten hierhin verteilt. Ja, dich müsste ich bloß noch anschließen, ne? Okay, okay. Also, nochmal weg. Dann ist es nämlich anders. Machen wir nochmal hier eine Plattform ganz kurz her. Dann kann ich, dann müsste ich eigentlich ganz gut hinkommen. So, Wasserversorgung, Splitter, und zwar einen Splitter, der dann hier auf die zwei geht. Dann tue ich die eben hier so hinstellen, weil es ja egal ist im Grunde. Ne? Einmal hier hin, einmal dorthin, einmal die Rohrleitung von da in das hier und von dem in das hier. Zum Glück stören die Rohre nicht. Die hier einfach verbinden. Du kommst dann hier rein und du kommst da vorne rein. So, und aus dem Auslass gehen wir dann einfach hier rein. Und hier vorne stelle ich dann 2 Pumpen her mit Kohle. Wir müssen dann natürlich erst einmal schauen, dass wir Kohle herbekommen. Genau, die können wir dann... Ich würde das gerne immer sehen. Ne? Also da fehlt mir auch sowas. Ich hab ein Spiel ausprobiert. Den muss ich auch demnächst mal als angezockt bringen. Den Parking World Simulator, wie der heißt. Da hat man eine Drohne.
die man schweben lassen kann und dann kann man von oben wunderschön die Sachen anreißen. Es würde mir hier auch fehlen. Also irgendwas, wo ich dann von oben gucken kann oder irgendwie die Kameraperspektive ändern. Das wäre schon genial, ne? So, ich würde sagen, ich stelle die jetzt halt einfach mal hier nebeneinander. Na? Achso, bist wieder am Speichern. Entschuldigung. So. Dann hätten wir den Zugang. Hallo? Hier. Oh. Wo habe ich dich jetzt hingebaut? Hä? Nein! manchmal, ne? Manchmal, da könnte ich schon ein wenig ausflippen hier mit dem. Nein, ich will die dahin haben. Und dahin. So. Dann ist das nach hinten alles verbunden. Das ist mir halt ein wenig zu krumm alles, ne? Ich würde das gerne ein bisschen gerader verlegen, das Ganze. Aber das funktioniert halt leider in dem Spiel nicht. Das geht immer direkt durch. Und naja, gut. Ist halt einfach so. So, dann bauen wir euch dreimal ab. Baue ich euch dreimal ab. So, und dann müssten wir jetzt halt hier nur noch eine Versorgung reinbringen mit Kohle, ne? So, und meine Kohleversorgung, die ist ganz da hinten. Ich würde sagen, wir schauen uns mal um, ob wir hier irgendwo in der Nähe was haben. Einmal bitte hier auswählen, Kohleerz. Gefüllt mit Erz? Nee, hier, Kohleerz. Du zeigst in die Richtung und nach oben. Das ist natürlich die Frage, ob wir hier irgendwo nach oben kommen. Hier mache ich es immer gerne so, dass ich mal ganz kurz einen... obwohl, wir haben ja den Autosave drin. Das passt ja. Da könnte ich den dann auch im Grunde nochmal nutzen. Dass ich mich erst einmal dorthin buddel, wo es hin zeigt. Oh, wir hatten doch... Hatten wir nicht letztens dieses große 60.000er Vorkommen hier gefunden? Kohle 60k. Da. Das ist tatsächlich in die Richtung. Dann lasst uns doch einfach mal da entlang gehen. Wir schauen mal, ob wir da hinkommen und wie weit es weg ist. Können wir gleich nochmal gucken, ob es hier Orksis gibt. Eine Fackel sehe ich da oben. Da ist natürlich auch die Frage, ob ich die schon vielleicht mal weggehauen habe, die Kerlis. Löse mal das auf. Okay, naja, gut. Hier ist es ja eh wurscht. Okay, hier scheint niemand mehr zu sein. Die habe ich anscheinend schon weggehauen. Nee, hier drauf. Dieses Snappen, ne? Das kann einen wirklich irre machen. Nee, das ist dann der falsche. Du brauchst dann den hier, die Holzfliese. Ah, da ist nichts. Ah, okay. Da kommen wir hier raus. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Dieses Phänomen. Okay, laufen wir mal hier weiter. Okay, ist das der Weg, den wir da beschritten haben, glaube ich. Da vorne. Okay, das heißt, im Grunde müsste ich mir... Wir gehen jetzt nochmal zurück, also sorry dafür, aber...
Da habe ich jetzt etwas eher Besonderes dann vor. Weil wir werden uns jetzt hier durchsprengen. Jetzt schauen wir nochmal nach, wo das Kohlevorkommen ist. Ist das noch eingestellt? Nee, ne, das muss ich jedes Mal neu einstellen. Nee, da ist es. Da ist dieses Kohlevorkommen. Okay, wir gehen hier nochmal durch. Also wir machen uns jetzt im Grunde hier einen Durchgang her. Ich meine, da haben wir ja noch genug Platz, ne? Können wir dann im Grunde hier bis darüber bauen. Auf dem Weg müssen wir halt ein bisschen vielleicht noch Weichstein abbauen. Aber 60.000 Kohlevorkommen ist natürlich nicht wenig. Ich weiß jetzt nicht, was das andere Vorkommen hat, was ich da gefunden habe. Ich glaube, das waren nur bei 20.000 oder 25.000. So, wir müssten jetzt im Grunde immer hier geradeaus vor. So, von daher machen wir das jetzt nämlich so. Geh nochmal hier. Im Grunde machen wir das jetzt so, dass wir uns hier Kerzen geradeaus durchsprengen und gleichzeitig dann quasi diese Bodenfundamente aufbauen. Es ist halt ein bisschen umständlich, aber es ist, habe ich gemerkt, besser und schöner, wenn ich das so mache. So, vor allem, man kann hier dann gleich die nächste Plattform herstellen. Und kann dann einfach hier wirklich kerzengradaus durchgehen. Ne? Und wie gesagt, die Dinger, wenn hier kaputt sind oder angekratzt sind, dann kann man ja da einfach wieder reparieren. So. Das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern, das ist klar. Ne? Weil ich kann halt jetzt halt immer, wenn ich jetzt halt einen geraden Weg haben möchte, kann ich halt immer nur hier dran setzen, dann einen Sprengstoff, dann wieder weiter und so weiter. Deswegen wollte ich das ja eigentlich vorbereiten. So, euch hau ich mal ganz kurz weg. Ich meine, die tauchen eh wieder auf. Also ist einerseits ein bisschen schade, dass das Zeug wieder respawnt. Weil es wäre natürlich ganz gut, wenn das einfach wegbleibt. Aber es kommt halt leider immer wieder und dann steht es mitten im Weg. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie verhindern kann. Kann natürlich sein, dass wir in irgendeine Höhle rauskommen bei irgendwelchen Orks. Das kann natürlich passieren. Ne? So, ich denke, wenn ich dann 3 Stück hier mache, dann kann ich dann das nächste Mal wieder den Zünder wegmachen. So. Auch ein bisschen schade, dass man da keinen Weichstein bekommt. Ne? Das wär eigentlich nicht immer so schlecht. Hier, wenn man noch was Weichstein, wenn man den noch bekommen würde, den man hier wegsprengt. Keine Ahnung, wenn es nur 5 sind oder 10 sind, das wäre mir ja wurscht. So, was habe ich überhaupt noch? 39.
Ups, wieder Autospeichern. Ja, das ist ja gut. Autospeichern habe ich wirklich schon gemerkt. Das ist manchmal echt hilfreich, wenn man dann sagt, ah, okay, da ist es. Dass man dann einfach das neu laden kann und dann ein paar Sachen neu angeht. So, aber so bleibe ich halt wirklich gerade, ne? Und wir haben einen wunderschönen Tunnel hier im Grunde auch gemacht. Jetzt gucken wir mal nochmal drauf wegen unserem. Ja, also wir sind im Grunde wunderschön in die Richtung unterwegs. Wir könnten natürlich auch mal einen Absatz machen nach unten. Wäre natürlich auch mal möglich. Weil ich glaube, das ist ein klein. Na, obwohl, das Vorkommen, das ging ja bis hoch zur Decke, ne? So, Festung. Also ich mache das auch mit euch. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich will das bitte ganz sehen. Ich sehe das gerne und ich möchte es gerne komplett sehen, wie du das magst. Und es gibt natürlich auch wieder Leute, die sagen, nee, das brauche ich nicht. Das kannst du gerne vor raus machen. Also kann ich gerne vorspielen quasi oder im Schnelllauf vormachen oder wie auch immer. Oh, ich habe mir den Kasten weggesprengt. Das war dann vielleicht doch ein wenig zu nah. Ja, das sind 5 Holz und ein Eisenerz, was mir jetzt da verloren ging. Ist jetzt nicht so schlimm, ne? Das ist das Einzige, wenn ich da noch nicht rankommen. Naja. Aber halb so wild. So, da unten ist Gold. Aber Gold, ehrlich gesagt, möchte ich das auch nicht das so abbauen. Ah, haben wir schon keinen Weichstein mehr, ne? Geht schon wieder los mit dem. Ich habe auch, glaube ich, nichts mehr vorne in der. In der Kiste, glaube ich, habe ich auch nichts mehr. Da. Die muss ich auch demnächst mal umbauen, dass ich das hier alles wegmachen kann. Das wäre aber eigentlich auch mal was, ne? Nee, das mache ich jetzt nicht, weil dazu möchte ich mir nämlich die Taschen wirklich komplett leer füllen. Leeren, nicht leer füllen, sondern ausleeren. Das ist noch von dem Upgrade, das Ding könnten wir verkaufen, aber wir haben hier jetzt keinen Stein. Da hätten wir 91 Weichstein. Oh, da haben wir nochmal 200 Weichstein, das ist doch perfekt. Nee, geh mal auf dein Baudingsi. Ich würde nämlich gerne mal. Genau, die Upgrade-Station würde ich mir gerne bauen. Die könnten wir eigentlich hierhin machen. Warum nicht? Man muss das sowieso noch alles ein wenig verzieren und so weiter. Das lassen wir hier in der Mitte stehen. Hier. Aufrüsten. Aufrüsten, weil dann haben wir nämlich gleich wieder die Upgrade-Station hier richtig dabei. Und sobald wir dann die Sachen hier mal haben, können wir dann nämlich die Sachen auch herstellen. Also das hier soll sehr gut sein, dieser dreidimensionale Kompass. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Für dieses Ding brauche ich halt 10-mal diesen dreidimensionalen Kompass, ne? Die Streitaxt haben wir ja schon. Ich weiß auch nicht, ob hier nochmal was dazukommt, aber mir ging es jetzt darum, dass ich das Material hier aus dem Inventar erst einmal habe. So, der Königsmarktplatz, den würde ich mir auch gerne mal da ganz kurz herstellen. Ich lasse dich jetzt halt einfach mal hier stehen. Na, noch ein bisschen.
Oh, das passt sogar recht gut. Dann könnte man quasi das da auch nochmal daher machen. Servusler. Das hier bitte verkaufen. Jawohl, das geht ja dann alles hier immer automatisch rein, ne? Das wisst ihr ja. Farewell. Wir könnten allerdings, dass das schon mal loslegt, könnten wir ja auch vorläufig die anderen Dinger hinmachen, ne? Wo ich dann die Kohle so reinschmeiße. Oder kann ich hier auch Kohle reinschmeißen? Kann ich ja auch, ne? Das könnten wir eigentlich machen, warum nicht? Ich müsste Kohle noch hier drin haben. Jo. Mach halt zu. Die Truhe mag nicht zumachen. Dann können wir das einfach mal laufen lassen. Das wäre ja nicht verkehrt, ne? Seid ihr jetzt am Wasserpumpen oder nicht? Jawohl. Dann produzieren die und die müssten jetzt halt ihr Wasser abkriegen. Wunderbar. Bekommen die alle ab? Jawohl, die bekommen alle ab. Wunderbar. Dann könnten wir noch einen Container vielleicht hier mal herstellen, dass wir das zumindest haben, ne? Das wäre schon, denke ich, nicht verkehrt. Gehen wir mal auf die Förderbänder. Wir brauchen nämlich Verschmelzer. Dann machen wir, das muss ich sowieso auch mir noch überlegen, wie ich das am besten hinstelle, ne? Wir machen jetzt mal den, weil diese Dinger sind so riesig, globig. Da probiere ich das jetzt mal, ob ich die nach zurück lotsen kann, wie das ausschaut. Wenn ich jetzt das Band im Grunde hier dran mache und hier dran. Es läuft halt hier mitten durch, ne? Aber das wäre ja egal. Dann könnte man nämlich. Die hier hin machen. Dann hätten wir schon mal die erste Ernte. So, und hier stellen wir jetzt einen großen Container davor. Wie gesagt, mir fehlt da ein bisschen der Überblick bei dem Ganzen. Was fehlt mir jetzt da? Ein Holz jetzt ernsthaft. Ein Holz fehlt mir. Warte mal, dann nehmen wir mal die da mit. Dann stellen wir da zumindest mal einen von diesen Containern hin und dann kann das schon mal sammeln. Schadet ja nicht, ne? So, einmal großer Container. Bist du jetzt halt rein oder raus? Du bist raus. Okay, dann stelle ich dich jetzt mal dahin. Aber gerade so, dass es passt. Fehlen mir da Eisenbarren. Da haben wir ein paar Eisenbarren. Da haben wir keine Eisenbarren. Ja, es wird Zeit, dass ich hier was mache, ne? So, einmal das Band bitte. Lauf weiter. So, und dann kann das nämlich schon mal hier reinlaufen und wir haben die ersten. Ich weiß nicht, ob das hier gesammelt werden kann. Ja, ne? Bis zu 100 Stück können da gesammelt werden. Ja, das ist ja gut. Und hier müsste ich halt dann einfach gucken, dass ich immer bei Gelegenheit wieder eine Kohle mit auffülle. Dann hätten wir hier schon mal Hopfen und Gerste drin.
Und da muss ich dann einfach nochmal zurück zu unserem alten Standpunkt und muss dann schauen, dass ich mal die Sachen rund nach unten bringe. So. Die Dynamit. Kann ich ja gleich platzieren. Ja, das ist immer der Nachteil beim Kopieren mit dem Mausrad, weil ich da automatisch irgendwie immer drehe. Ein kleines Stückel. So, dann nächstes. Der Auslöser. Oh Mann, das ist ein Millimeter. So, wenn wir jetzt da vorne sind, dann schaue ich nochmal, wo... Ah ja. Okay, keine Ahnung, wo wir jetzt da rauskommen. Es könnte jetzt natürlich genau der Tunnel sein, den wir auch brauchen. Macht mich das manchmal narrisch, dieses Platzieren. Aber ich habe schon den lustigen Kommentar gelesen, dass dann bei manch anderem auch die Gesichtszüge entgleisen können, wenn man hier irgendwas macht, platziert oder sonst was. So, halt, hier noch der. Schauen wir mal, wo wir rauskommen hier. Cool. Das finde ich cool. Wir sind wie weit weg? Nein, bitte den hier. Kohle 60k ist da vorne. Also wir können da im Grunde einfach weiter machen. Hier sind eh keine Schreckgespenster in der Ecke. Und wie gesagt, ich habe das halt gerne, wenn das hier so gerade ist. Ne, warte, mach das so. Wir könnten dann hier auch gleich noch ein bisschen farmen. Spitzhacke. Wir haben zwar noch einiges einstecken. Aber deswegen mache ich jetzt halt auch nur die hier, die gerade in der Nähe hier sind. Und dann gucken wir mal, wie wir da oben mit dem Weg zusammenkommen. Damit. Take all. Da essen wir gleich mal was. Mein Gott, die machen jetzt ja nicht so viel Schaden, ne? Das passt schon. Aber wo kamst du jetzt her? Von da oben? Wäre schon möglich, ne? So, gut. Dann würde ich sagen, wir gehen hier einfach wieder geradeaus weiter. Mit. Ja, sehen sollte ich das schon, oder? Da. Okay. Lass uns noch mal gucken,
Wir müssen hier rüber. Wir schauen jetzt mal ganz kurz. Wir schauen jetzt mal ganz kurz den Weg da entlang. Ah. Orkis. Okay. Einmal geschützt, bitte. Wie viel Kohle habe ich noch? Genug? Was haben wir hier? Oh, Rubine. Cool. Also cool, wenn man hier nochmal in so einer zusätzlichen Höhle rauskommt. Nehmen wir mal deinen. Da haben wir nochmal einen schönen großen. Gehen wir mal ganz kurz nach da oben. Okay. Das war auf jeden Fall eins von den Lagern, die ich noch nicht entdeckt hatte. Ach komm. Oh, haben wir hier zufälligerweise nochmal Kohle gefunden? Das wäre ja perfekt. Schnucki, oh. Naja gut, aber du bist ja auch nicht. Zwei Schläge. Also mit der Axt jetzt mittlerweile, da ist das... Und ich habe noch nicht einmal einen Kratzer abbekommen jetzt. Kohlevorkommen. 60.000. Genial. Genial, dann brauchen wir gar nicht so weit gehen. Da geht's weiter runter. Okay. Au. Dich habe ich aber nicht gesehen, du kleiner Wadenbeißer. So. Das ist genial. Dann kommen wir ja sogar noch besser raus, als ich mir dachte. So. Das ist schön. Das ist schön. Wir machen jetzt halt einfach mal hier weiter. Noch ein Stück. Und wenn das jetzt so hinhaut, wie ich mir das gerade denke... Dann müssten wir echt genau bei der Kohle rauskommen. Ach komm. So. Also besser kann es gar nicht sein. Vor allem, wir können ja dann die Kohle sammeln und dann eben auch für die anderen Dinge verwenden. Ja, es wandert genau in die Richtung, ne? So, hier nochmal einen. Da brauchen wir eigentlich nicht einmal so... Ja, im Auto speichern. Machen wir mal da noch eine her. Und die Kohle ist hier, ne? Dann machen wir mal da noch. Und da noch. Sprengen die Säule auch noch weg.
Jawohl. Genauso mag ich das. Yes. Was haben wir da noch? Goldvorkommen. Ja, ist ja genial. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Dann haben wir jetzt tatsächlich ein Goldvorkommen, Kohlevorkommen und dann da vorne noch die Smaragde. Das ist genial. So, nimm dein Dingsi-Bumsi in die Hand hier. Dann legen wir jetzt halt mal noch die Wege weiter. Also ich baue das gerne immer aus mit Flächen. Das macht Laune, finde ich. So, da ist eigentlich auch ein ganz gutes Ende, dass man dann sagt, okay, dann geht dann hier rüber. Wir können natürlich diese komplette Org-Basis hier, können wir natürlich dann wegschreddern. Bekomme ich ja auch wieder Material raus. Wir könnten auch mal ganz kurz gucken, ob wir hier Kisten haben. Und ich schaue mal ganz kurz da hoch, ob da noch... Ach nee, da war ja nichts. Das war ja der Weg, der hier entlang führt. Da kann man sich ja dann mal weiter umschauen noch. Und das Tolle ist, wir haben doch diesen 61.000er-Spot, der da vorne irgendwo ist. Das heißt, wenn wir mit der Kohle hier durch sind, dann können wir super direkt weiter und können dann das nächste Ding anzapfen, sobald das Ding hier erschöpft ist. Wunderbar. So, schauen wir mal, was wir hier zerlegen können. Das bringt Holz auch. Das sind immer 5 Holz, ne? Schauen wir mal, ob es hier noch Kisten gibt, die wir looten können. Dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle auch erst einmal Schluss. Alte Kiste, die kann ich nicht looten. Hier, Truhe. Silbererz, Kupfer, eine Münze. Na gut, take all, ist mir egal. Saphir-Edelsteine, Ausdauertränke, 2 Stück. Mana-Tränke, wobei ich Mana eigentlich bisher noch nicht gebraucht habe. Die können wir vielleicht eher verkaufen. 5 Münzen, wunderbar. Flagge nennt sich das. Sind doch eher Spikes, oder? So fallemäßig. Und dann haben wir hier aber auch nochmal große Schädel. Das ist auch nicht schlecht. Ja, die kannst du eigentlich lassen erstmal. Vor allem die großen, die sind interessant. Ich habe jetzt gehofft, dass da vielleicht auch 2, 3 Stück stehen auf einer Stelle. Weil von denen, da findet man wirklich viele von den kleinen. Die Lichter lasse ich erst einmal. Ihr schon mal festgestellt, ob die Sachen hier von den Truhen nachspawnen? Weil ich meine, ich baue die Dinger jetzt ab, aber es könnte ja sein, dass die nachspawnen und ich die dann am besten hätte lassen sollen.
Yes, schön. Das gefällt mir jetzt halt. So, damit sollte das Geschichte sein. Und dann können wir hier beim nächsten Mal schauen, dass wir unsere Maschinerie aufbauen. Mit Kohleförderung und so weiter. So, aber ich mache trotzdem hier mit euch noch einmal hier einen Wumms hier ran. Mache ich da auch noch einen? Aber dann müsste ich dich nochmal wegmachen, weil sonst gehst du mir kaputt. Das pfeift zwar auf das Material, aber muss ja nicht sein, ne? So, das will ich aber jetzt auch noch fertig machen hier. Also ich will zumindest noch bis dorthin ausbauen. Ich muss mir ja auch überlegen, wo ich dann am besten die Maschinerien hinstelle. Weil wir haben ja jetzt da unten noch den Smaragd, haben wir gesagt, ne? Emerald Vorkommen. Genau, das möchte ich ja natürlich auch anbohren. Dann haben wir hier vorne noch das Gold. Das heißt, ich muss da auch noch schauen, dass ich da irgendwie... Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Da werden wir dann hier noch ein bisschen Weichstein abbauen, dass wir genügend Material haben, um auszubauen. Ich werde mal die Sachen zurückschleppen ins Lager. Tue das einfach mal raus. Und dann tue ich auch mal die Kisten vorne wegbauen und so weiter. Dass das mal erledigt ist. Na gut, dann soll es das gewesen sein für heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.